Ja, also mich ärgert das soweit, dass das irgendwie auch immer ein blödes Licht wirft, irgendwie. Weil ganz ehrlich, dann hat man auch wenig Lust, irgendwie Menschen einzuladen oder keine Ahnung. Also es hat irgendwie ja auch. Wer sich dann irgendwie auch immer nur so neben der Spur bewegt, sage ich jetzt mal, auch wenig Lust, da irgendwie in irgendwelche Läden zu gehen oder so. Also mal von finanziellen abgesehen, weil ich habe ja irgendwie nichts verdient mit YouTube, andere auch nicht, die machen das halt auch nur so, aber leider auch wahr. Und ich muss für mich jetzt irgendwie eben halt auch schauen, dass ich das einigermaßen gebacken bekomme. Ich bin eben halt auch momentan, glaube ich, nicht so gut zu sprechen, weil ich natürlich gerne an Veranstaltungen teilgenommen hätte, auch von meinen Lieblingskünstlern und nicht unbedingt die, die dann der Meinung sind, ich würde sie so ignorieren oder so. Es tut mir dann ja auch irgendwo leid, aber ich bin nicht immer so, weiß ich, mich ärgert das schon. Also wenn ich dann so überlege, hey, ne, da tritt jetzt jemand auf, da wäre ich jetzt gerne hin, hätte mir eine Karte gekauft und muss dann irgendwie feststellen, hier schon wieder voll gecrashed worden zu sein und kann mir nichts leisten, dann ärgert mich das persönlich an mir so, aber mit dem ganzen Umgang dessen finde ich das schon ein bisschen schwierig, weil Geld kann man ja im Grunde genommen, und das ist ja das schwierige Thema, nur einspielen, indem man irgendwo auch ein Stück weit mitspielt. Und ich habe für meine Belange da irgendwie wenig Bock, Hausverbote in Läden zu bekommen, nur weil andere der Meinung sind, sie müssten sich jetzt irgendwie wieder scheiße daneben benehmen. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch so strange gerade. Das passiert immer mal wieder, dass ich dann so strange durch die Gegend laufe. Ich meine das eigentlich auch überhaupt nicht böse, so, sondern wirke dann eben halt auch sehr distanziert, das weiß ich auch, weil ich einfach auch nicht mehr so gute Erfahrungen gemacht habe, so wahrscheinlich. Aber das passiert auch, aber das kenne ich auch irgendwie aus anderen Sachen und ja, dann geht es wahrscheinlich auch immer noch um diese ganzen Fußball-Events und so. Das war dann ja, was dann irgendwie auch ein bisschen schwieriger wurde durch das Umverteilen von Lizenzen, Lizenzvergaben. Das lief dann ja auch ganz viel über Fußball-Plakate. Es läuft aber auch mittlerweile immer noch viel über Werbung. Es läuft ganz viel über Plakate und ja, ich habe da nicht immer so den Einfluss. Vielleicht, ich könnte sagen, ja, nö, das möchte ich jetzt so nicht. Ich möchte irgendwie das anders gestalten, aber dann sagen andere, nö. Licht ist aus, ja, das kommt, weil der Akku leer ist. So ist es. Ja, das sind halt so Dinge, die mich bewegen, irgendwie auf der einen Seite und auf der anderen Seite versuche ich das auch nett zu ignorieren. Ja, ich muss erstmal aufladen, damit ich irgendwie da auch nochmal mein Statement zu geben kann, weil ich das irgendwie auch nicht mehr so lukrativ finde, irgendwie mir den Arsch für andere aufzureißen und selber irgendwie immer am Rand stehe. Aber es liegt ja auch an mir. Ich bin irgendwie auch jemand, der
momentan wenig Verantwortung für andere tragen will, die im Grunde genommen, sage ich jetzt mal, irgendwie mit dabei sein wollen wahrscheinlich, wo ich dann irgendwie denke, vielleicht muss ich mir einfach auch mal ein paar Dinge bewusst werden, weil ich bin ja auch kein reiner Sexanbieter. Das ist, glaube ich, das, was irgendwie dann immer wieder hochkocht und wo ich dann eben halt auch sage, nee, ein reiner Sexanbieter bin ich nicht. So, denn will man das auch toleriert haben und auf der anderen Seite irgendwie scheint ja was anderes zu kursieren. Ja, dann tut mir ja leid. Wahrscheinlich bin ich da irgendwie, ich kann das ja nicht anders sagen, es ist halt so. Ja, bis dann.